grüße alle Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich bin der Arthur von Casa Colombia. Und ich fahre heute aufs Land und ich werde eine Frau treffen, die sich spontan entschieden hat, von Deutschland nach Kolumbien einzuwandern. Und ihr dürft auf ein sehr schönes Video gespannt sein. Im Moment befinde ich mich hier mit einem guten Freund auf dem Weg in ein Dorf. Und wir wollen dort heute ein paar Videos drehen. Wir befinden uns heute hier in einem Dorf in den kolumbianischen Anden. Das Dorf heißt Quimbaya. Und neben mir sitzt eine sehr sympathische Frau aus Düsseldorf. Das ist Angie. Ich habe Angie hier in Kolumbien vor circa einem Jahr kennengelernt. Und ich bin sehr beeindruckt mit der Geschichte von Angie, weil sie hat sich vor 3 Jahren entschieden, nach Kolumbien zu kommen. Und ich würde dich gerne fragen heute, Angie, was hat dich bewogen, nach Kolumbien zu kommen, so einfach spontan? 3 Jahre ist das her, ne? Stimmt das? 1,5 Jahre. Anderthalb, habe ich schon wieder übertrieben, tut mir leid. 1,5 Jahre bin ich hier. Okay. 7. Dezember, ja. 2020, glaube ich, ja. Ja. Sag mal, Angie, kannst du uns so ganz kurz mal sagen, was der Auslöser war zu dieser doch sehr lebenseinschneidenden Entscheidung, denke ich mir, ne? Ja, eigentlich fiel mir die Entscheidung sehr, sehr leicht, weil ich mich halt in Deutschland immer eingeengter fühlte, immer mehr bevormundet. Und ja, ich fand halt Servicewüste Deutschland ganz extrem, dass ich überhaupt keine Menschen mehr ans Telefon bekommen habe. Es waren so 1000 Kleinigkeiten, die mich immer mehr gestört haben und die mich dazu gebracht haben, zu sagen, das kann ich auch woanders besser haben. Nochmal eine andere Frage dazu, Angie. Viele Menschen, mit denen ich Kontakt habe, wir wissen, dass ihnen in Deutschland ein bisschen der Mut fehlt. Wir als Deutsche sind so ein bisschen immer auf die Sicherheit konzentriert. Das haben wir schon in unseren Venen sozusagen. Das haben wir geerbt, kann man sagen. Ja. Ja. Und ich glaube, das Schwerste an dieser Entscheidung ist, sich loszusagen von den vermeintlichen Sicherheiten, die man uns in Deutschland anbietet. Hattest du auch das Problem gehabt? Also die Idee der Auswanderung nach Kolumbien, die existiert ja schon 25 Jahre. Ich bin schon mal vor 25 Jahren ein halbes Jahr ausgewandert. Also insofern kann ich für die jüngeren Menschen sprechen. Jetzt war es natürlich leicht, weil ich Rentner, Frührentnerin bin und insofern wusste, dass ich mit der Rente hier sehr gut leben kann, viel besser als in Deutschland. Und natürlich für Menschen, die mitten in der Arbeit stehen, ist es schwieriger, weil aber jetzt Rentner oder die halt gewisse, ich sag mal, Ersparnisse haben, da kann man hier sehr leicht sehr viel erreichen, weil hier die Hürden sehr gering sind, weil hier diese ganze Bürokratie noch nicht in diesem Maße existiert wie in Deutschland. Und das war auch mein Hauptgrund, weil ich sagte, ich fühlte mich eingeengt, ich hatte das Gefühl, nichts mehr selber entscheiden zu dürfen. Also wenn ich meinen Bankbeamten sprechen wollte, brauchte ich eine halbe Woche, um überhaupt jemanden zu erreichen oder um mein Geld abzuholen, musste ich um Erlaubnis fragen. Und es wurde halt alles immer teurer, immer teurer. Ich hatte auch, also ich habe Haus auch in Deutschland, das fiel mir nicht ganz leicht, aber es war mir wichtiger, mein Leben wieder in den Griff, also meine Eigenverantwortung und meine Freiheit zu leben. Und hier sind Menschen in Kolumbien, das wusste ich schon, die sehr viel freundlicher sind, sehr viel offener, nicht so dich reglementieren wollen. Und ja, das war der ausschlaggebende Grund. Und ich habe halt gespürt, es braut sich was in Deutschland zusammen. Und ich lag halt, ich habe hier 2019 Urlaub gemacht. Und habe ja in meinem Urlaub entschieden, hier eine Finca zu kaufen, was ihr hier gerade filmt. Und das habe ich einfach gemacht. Das war so spontan, würden andere sagen. Und ich hatte so das Gefühl, es war eine Eingebung von oben. Ich sollte das jetzt dringend tun und habe das gemacht.
Und dann ging es ja schon los in 2020 mit diesem Wahnsinn. Da hatte ich schon Sorgen, dass ich nicht mehr wegkomme und all das. Aber im Dezember 2020 sind wir dann hier nach Kolumbien geflogen und ich bedauere keine Sekunde von all dem, was ich bis jetzt hier erlebt und gemacht habe. Stichpunkt Freiheit, also du würdest das jederzeit wieder tun, ja? Sofort. Also momentan, mich fragen ja auch viele, Angelique, wann kommst du nach Deutschland? Ich wollte eigentlich ursprünglich vor einem Jahr zurück, um noch ein paar Dinge zu regeln. Das ist mir wegen der freundlichen Pandemie dann auch verwehrt gewesen, weil das mit dem Ticket ist dann storniert worden und alles ein bisschen kompliziert. Und da habe ich gesagt, gut, dann bleibe ich hier. Also ich bin innerlich so ruhig und gefestigt, weil ich natürlich hier das Paradies jetzt hier auf Erden habe. Selbst wenn man mir da in Deutschland jetzt alles wegnimmt, es ist mir egal, mal ganz ehrlich gesagt. Chapeau, ja, Angie. Ja, ja. Ich muss dich gratulieren dazu. Das war sehr nett von dir. Vielen Dank, dass du es uns erlaubst, deine wunderschöne Finca hier zu besuchen und das den Menschen in Deutschland und auf der ganzen Welt zu zeigen. Ja, das Leben kann so einfach sein, wenn ich das mal anmerken darf. Das Leben kann so einfach sein. Und wir, leider haben wir Deutschen das so verlernt. Aber es gibt gute Menschen in Deutschland und ich hoffe, ihr wacht auf. So. Toll. Dankeschön, Angie. Bitteschön. Vielen herzlichen Dank. Weder Paris noch Rom, Lissabon, London, New York, Miami. Da ist es, da ist es. Alles andere hat gar keine Bedeutung mehr, wenn man erstmal auf diesem Schaukelstuhl sitzt. Angelique und Theo haben sich hier in Kolumbien in weniger als 2 Jahren etwas Beeindruckendes aufgebaut. Mit ihren Lebensersparnissen kauften sie dieses Grundstück, darauf bauten sie 5 Häuser, wo mehr als 20 Personen komfortabel wohnen können. Jedes Haus hat mehrere Schlafzimmer, mindestens eine Terrasse, natürlich auch eine Küche, mehrere Wohnzimmer und alles ist mit moderner Elektronik und den dazugehörenden Haushaltsgeräten ausgestattet. Winki, Winki. Wenn euch dieses Video gefällt und ihr möchtet einen Kontakt aufbauen zu Angie, dann lade ich euch ein, mir eine WhatsApp-Nachricht zu schicken unter der Nummer +57 310 518 6148 und ich werde dafür sorgen, dass Angie diese Nachricht umgehend bekommt. Nicht vergessen, die Referenz ist Angie aus Düsseldorf.